diese Objekte selbst eine menschliche Gestalt annehmen. So, das ist da für mich interessant und das hängt ganz maßgeblich zusammen eigentlich mit so meiner eigenen Biografie, mit der Geschichte meines Vaters und so, der da leider relativ weit eingetaucht ist in Alkoholismus und so. Und die Verknüpfung ist eigentlich tatsächlich so diese Nachwendezeit und so. Und dann sind es eben so, wenn ich sowas kombiniere mit vielleicht so einem Waschbetonmaterial, dann erinnert das an so einen urbanen Raum oder so. Oder ist so, wie so ein Ausschnitt vielleicht. Und man könnte das vielleicht so finden. Finde ich das eigentlich spannend, einfach wie sich das so überlappt, wie das so Figuren wären, die irgendwie so lasch, schlaff daherkommen. So, ne? Von Strukturlosigkeit, wo fängt eigentlich oder wo hört eine Stadt auf, wie ist urbaner Raum da eigentlich noch wahrgenommen, wenn keine Leute mehr da sind oder so, ne?